Es rappelt im Karton. Tung, 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 tung. Willkommen auf dem TV-Klo. Macht doch so manchen Zuschauer froh. Willy Tomczyk, kennt ihr den Herrn aus Herne? Willy Tomczyk? Der ist im Theater zu erleben. Was anderes bleibt uns ja auch nicht über. Wir schreiben das Jahr 2017 und März, kein Scherz. DVB-T geht nicht mehr. So ein gutes Teil hat mal gekostet gutes Geld. Und ich konnte schauen, egal wo ich auch war, Fernsehen, TV halt. Ich glotz TV. Ja, das ist vorbei. Ich habe nur noch schwarz. Ist ja klar. Nun denn, für kluge Kinder, ist ja klar, kann man sowas natürlich kaufen. Ach, wie wunderbar. Damals kam das, 89,95, nannte sich DVB-T und ich konnte gucken, wo ich wollte. Heute kostet es das Doppelte, 189. Ja, und ich kann nicht alles sehen. Nö, ich kann nicht alles sehen. Ich muss den Rest ja dazu kaufen. Nicht nur, dass das gute Stück doppelt so teuer ist wie das DVB-T damals, 89,95. Nein, nein. Warum reg ich mich einfach so auf? Warum sitze ich jetzt hier auf der Toilette? Richtig, weil Fernsehen ist nun mal scheiße. Und scheiße gehört nun mal auf die Toilette. Ne? Einmal abziehen, zack, zack, oder Duftstoffe, ne? Bam, Werbung. Und das ist nun mal ein Thema. Es soll nun im März, kein Scherz, 2017, die alltägliche Scheiße auf dieser Mattscheibe noch schärfer mir ansehen. Ja. So eine Scheiße kriegt ihr jetzt hier umsonst, das nenne ich Kultur. Haha, nicht nur wie Willy Tomczyk aus Herne. Nee, nee, den alten Brutzel, den alten, nee, nee, nee. Wir hier, euer Medienkanzler, sitzt jetzt hier auf den Aborten und lässt was raus. Ja, das Bezahlfernsehen. Ihr kauft euch extra Zeitung, um nachzusehen, welch gutes Stück doch ihr doch kaufen möget. Hallo, die Zeitung kostet Geld? Das Teil kostet doppelt so viel wie vorher und ihr könnt nicht alles sehen. Nö, denn ihr müsst das ja auch noch bezahlen, was ihr sehen wollt. Ja, okay, ihr schaut natürlich, komm, belügt mich nicht. Ja, ihr schaut ARD und ZDF, mit dem zweiten sieht man besser. Ey, Leute, lasst es sein. Verkackeiert euch doch selber, deswegen sitze ich auch hier auf den Aborten. Ja, drückt gleich auf den Knopf, dann ist diese Scheiße auch da, wo sie hingehört. In der Ferne, weit, weit weg. Ja, weit, weit weg, ihr Facebook-Freunde. Facebook-Freunde. Ihr wisst schon, man hat über 5000 und was weiß ich, nicht alles. So sollte jetzt hier unten durch diesen Beitrag 1 Million Klicks sein. Meine lieben Freunde, das wäre ein Sozialrobot. Na? Ein Bot. Das wollen wir nicht. Wenn 1, 2, 3 oder nur einer jetzt hier über diesen Einheitsbrei, den jetzt der Medienkanzler hier auf diesen Scheißaborten jetzt hier freigehauen, ich sehe nichts. Ich sehe nichts mehr. Nö, ich kann das gute Stück jetzt wegwerfen, nicht nur das, eine Menge auch. Warum mache ich das jetzt hier vor laufender Kamera? Ganz einfach. Weil tagtäglich ich gefragt habe, kriege ich auch mein Fernsehen? Ja, kriege ich mein Fernsehen. Also erstmal im Altenheim. Die Mutter, die hat jetzt auch das DVB-T schwarz. Das bedeutet, ich muss jetzt für meine Mutter, 90 Jahre, hurra, bettlägerig ist klar, auch so ein Teil besorgen. Denn man kann ja so eine ältere Dame von 90 Jahren nicht im Bette liegen lassen ohne Kommentar. Hurra. Wenn auch nur WDR Essen geschaut wird, aber kommt so ein Betreuer rein, klickt er meistens RTL oder Sat.1. Ne? Und die Mutter meint, sie sieht dann WDR Essen, was sie natürlich dann nicht sieht. Aber das soll ja jetzt auch egal sein. Nur an dem Tag sieht sie nichts, gar nichts. Auch kein WDR Essen. Ja, das kannst du nämlich vergessen. Fernsehen ist an sich Müll, Fernsehen ist an sich Kloake, Fernsehen ist doch nicht mehr Unterhaltung. Da sind wir auch beim Kern des Films. Ja, Hartz IV und der Rest der Welt, vor allen Dingen sozial Schwachen, die können sich das halt dann nicht mehr und haben auch nichts mehr zu lachen. Denn ein Richter sagte, das Fernsehen ist nicht mehr Allgemeingut, ist Fernsehen ist auch nicht mehr wichtig. Hat er gesagt, er hat das Urteil gefällt, ein Harzer bekommt kein Geld hinzu. Ja, das heißt also von 404 nicht nur Strom bezahlen, Telefon bezahlen, Leben, ne, Verköstigung, nein, demnächst auch
Bezahl-TV. Ha, ja. Dankeschön, ihr SPD-Leute, die das erfunden, Agenda 2010. Ihr habt auch das Bezahlfernsehen durchgewunken. Und das, da kann man nicht unkeln. Vielleicht will der Dicke deswegen nicht mehr regieren, beziehungsweise nicht mehr den Kanzler-Meme. Er ist ja jetzt Außenminister, verzieht sich also. Der andere Außenminister ist ja jetzt der Präsident, bekommt 220.000 Euro, auch so ein Schiss. Bis zu Lebensende, genial. Euer Medienkanzler hätte es auch gern gemacht, euer Präsident zu sein, hätte sicherlich Soziales und so weiter euch sicherlich näher gebracht, auch mit dunkler Mattscheibe. Tja, Samsung macht es möglich. Ich kann das Teil jetzt wegwerfen, weil DVB-T ist nicht mehr und ich baumel mir nicht so ein Ding da dran, damit ich was sehen kann. Nee, mach ich nicht. Ich sitze jetzt hier auf den Aborten und mache ein scheiß Video über scheiß Fernsehen mit scheiß Inhalt. Ja, so ungefähr kann man es so nennen. Also, ich sehe oder ich sah SDTV, egal wo, in einer halbwegs guten Qualität, weil so schlecht ist so ein Teil gar nicht mal so gewesen. Aber ich soll mir jetzt die gleiche Scheiße, die gleiche Wiederholung, die ich schon seit 60 Jahren wiederholt bekomme, egal auf welchem Kanal auch immer, ob da der Entenscheiß ist, oder keine Ahnung, welche Serie uns da, vor allen Dingen NCIS und CIS, bis zum Erbrechen wird uns das auf jedem Kanal doch übergeben. Ja, übergeben. Deckel hoch, reinkotzen, Deckel zu. So ungefähr ist doch Fernsehen geworden. Wo ist denn da die Unterhaltung? Wo ist denn da der Clou? Wo macht denn uns das Fernsehen noch froh? So, also mehrsprachige Bürger, die hier hausen, die kriegen doch alles umsonst. Ja, die haben doch mit Deutsch-TV nichts im Sinn. Meint ihr, dass so einer, so ein Zölibat, irgendwo sieht das Ganze in HD? Glaubt ihr wohl? Ja, wohl nicht. So manch eine Antenne auf dem Dache liegt und Eutelsat begut. Ja, nix. Astra. Ne, das hier läuft ja über Astra, Deutsch und du zahlst Bezahl-TV. Genau. Jetzt habt ihr alles dunkel. Habt alles neu gekauft. Ihr habt verdammt viel Elektroschrott. Ihr habt Elektroschrott, habt ihr konzipiert. So sieht's aus. Ja, 89 Millionen haben nun ihren Fernseher entkloppt und haben sich einen neuen beim Mediamarkt und Saturn. Also, um uns herum sind alle reicher geworden, wir sind ärmer geworden und wir werden immer ärmer. Und wir dulden das auch noch. Meine lieben Freunde, wenn ihr schon Scheiß-TV seht, dann bezahlt doch wenigstens nichts dafür. Ja, Scheiße kriegt ihr auch so, oder nicht? Oder bezahlt ihr mittlerweile auch noch scheiß Steuer oder wie? Ja, so eine Metapher. Also, Willy Tomczyk war in Essen im Theater, im Rathaustheater, hat ein bisschen die Welt verstummt. Ja, so ist er ja. Normal, der Willy Tomczyk. Ja, und meiner, einer euer Medienkanzler, sitzt jetzt hier auf den Aborten und begleitet auch euer Scheiß-TV. Ihr seid selber schuld, wenn ihr Scheiße bezahlt. Besonders Scheiße, die ihr schon gesehen habt und dann noch kostenlos. DSDS habt ihr vorher umsonst gesehen. Jetzt müsst ihr 6,99 € bezahlen. Wie bekloppt seid ihr eigentlich? Nicht nur das. DSDS, die Stars, die danach keiner kennt, habt ihr dennoch vorher noch bezahlt. Nicht nur das. Auch die Werbung zahlt ihr ja jetzt doppelt und dreifach. Ihr seht Werbung, die ihr nicht sehen wollt und zahlt 6,99 € dafür. Denn 5 Euro die Zeiten waren einmal. Denn lange gab es das HDTV Plus. Ja, im sogenannten HD-Modus Genuss. Ja, das kam 5 Euro im Monat. So eine Telekom zum Beispiel über Kabel, das weiß jeder Telekom-Kunde, zahlt schon 6,99 € im Monat, damit er solche Sachen in HD sehen kann. RTL macht dich froh. Ha, mit dem zweiten sieht man besser, ich weiß nicht. Wenn ihr weiterhin euch so dermaßen verschaukeln lasst, ja, dann ist auch so ein Video hier auf einer Toilette produziert. Genau das Richtige für euch und das auch noch kostet. Denn los, denkt mal drüber nach. Kosten-TV oder kein TV? Es rappelt im Karton. Heißt die E ist in der Kiste. Und es rappelt im Karton. Doch lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton. Dong, 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 dong.
es rappelt im Karton.